Ja, und Newsflash. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wieder ein paar NFL-Nachrichten. Heute ist tatsächlich relativ viel zu bereden. Wir reden natürlich über das Thursday-Night-Spiel, über Rams gegen Seahawks. Ich habe College-Spiele, die heute empfehlenswert sind zu gucken und so weiter und so fort. Bleibt also am Start, wenn ihr neu seid. Und falls euch das Video gefällt, dann denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht Bock habt zu abonnieren. Probiert's aus. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr wieder deabonnieren in ein paar Tagen. Aber gebt dem Kanal eine Chance. Ich versuche bis Ende des Jahres auf 20.000 zu kommen und wird knapp. Alright, die Rams gewinnen 26-17 gegen die Seattle Seahawks. Das Bedeutendste ist natürlich, oder sind natürlich die Verletzungen von den beiden Quarterbacks, über die werden wir noch reden. Insgesamt muss ich sagen, Russell Wilson war stabil bis gut, Stafford war stabil bis gut. Bei beiden muss man halt sagen, die Interception war nicht so clever. Bei Wiss würde ich sagen, es war noch eine normale Interception. Es ist eine knappe Situation. Ramsey, wenn man sich das in Zeitlupe und in Wiederholung anguckt, der sitzt halt wirklich ganz entspannt auf der Route und wartet nur drauf und ist dann halt sogar noch einen halben Schritt zu spät. Ansonsten hätte er den eventuell selber gepickt, auch wenn es so schon ein super starkes Play war. Also den sollte man vielleicht so nicht werfen, auch wenn Lockett natürlich ein super Receiver ist. Und dann ist na klar Pech dabei, dass der Ball noch getippt wird und da. Also es ist jetzt keine wirklich dämliche Interception. Wenn die jetzt ein Sam Darnold zum Beispiel geworfen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, ist eine ganz normale Interception. Aber Russell Wilson weiß es normalerweise besser. Und das Stafford-Ding, da müssen wir nicht. Also, ich wollte gerade sagen, da müssen wir nicht drüber reden. Wir müssen nicht drüber reden, dass es dämlich ist. Aus welchem Grund er die geworfen hat, das würde ich wirklich gerne wissen. Er hat in dem Postgame-Interview nur gesagt, ja, ich darf die Interception zu meinem Boy Quandre nicht werfen, weil er sehr gut befreundet ist mit Quandre Diggs, dem Safety von den Hawks, der den Pick gefangen hat, aus der gemeinsamen Detroit-Zeit noch. So. Warum hat er den geworfen? Falls ihr die Szene nicht wisst, dann guckt euch vielleicht vorher mal Highlights an oder so, damit ihr das mitkriegt. Aber die beiden Theorien sind, entweder er hat darauf gewartet, dass der Receiver, der am Ende der Endzone steht, zur Corner breakt, also quasi rechts oben zur Pylon läuft und der ist nach innen gelaufen. Aber falls es so ist, dann sieht es wirklich super dämlich aus, weil der Receiver gerade nach innen läuft, als sich der Arm nach vorne bewegt. Da könnte man jetzt sagen, dann hätte er sich vermutlich noch gebremst beim Werfen. Aber das sieht in Zeitlupe natürlich auch deutlich entspannter aus, als es in Echtzeit ist. In Echtzeit passiert es so schnell, du denkst, er rennt nach rechts, wirfst ihn nach rechts und eigentlich rennt er nach links und dann sieht es super dämlich aus. Ich denke, das ist der Fall. Es gibt aber auch die Theorie, und die würde ich auch nicht komplett abweisen, dass er den Ball aus der Endzone rauswerfen wollte und einfach nur nicht genug Power draufgepackt hat und der deswegen noch interceptbar war. Falls das der Fall ist, dann wäre es wirklich super witzig, weil sie gewonnen haben. Wenn sie nicht gewonnen hätten, dann wäre es nicht so witzig, dann wäre es mehr traurig. Aber ich glaube wirklich nicht, dass ihm sowas passieren würde. Ansonsten, die Verletzungen von beiden, die haben interessanterweise beide was mit dem Finger. Russell Wilson mit dem Mittelfinger und Stafford mit dem Zeigefinger, beide bei der Wurfhand. Bei Stafford, er meinte danach im Interview, der Finger popped out, also er ist rausgesprungen quasi, dislocated. Und er hat ihn wieder reingepackt. Der Unterschied ist, weil Stafford halt einfach weitergespielt hat mit dem Verband und da. Der Unterschied ist, bei Russell Wilson ist es, glaube ich, hier oben bei dem Gelenk passiert. Und da ist eine Sehne gerissen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, oh, beide hatten eine Fingerverletzung an der Wurfhand und Stafford spielt weiter und Russell Wilson nicht. Dementsprechend ist Stafford viel tougher, da. Sowas kann man nicht sagen. Das sind unterschiedliche Verletzungen, auch wenn es ähnlich aussieht, sage ich mal. Man hat bei beiden logischerweise gemerkt, dass es sie beeinträchtigt hat. So, Wilson konnte halt nicht rein. Geno Smith hat gespielt, hat auch einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Keinen sehr guten, aber für ein Backup echt stabil gespielt. Mal gucken, wie es die nächsten Wochen als Starter wird, um jetzt ein bisschen zu spoilern, wann Russell Wilson wiederkommt. Und Stafford hat vorher, ich glaube, einen Ball unterworfen und danach waren es relativ viele. Auch der, ich glaube, 68-Yard-Pass auf DeSean Jackson, den der Prime DeSean Jackson übrigens definitiv zu einem Touchdown macht und der jetzige leider nicht, der war auch mies unterworfen und das liegt 100% am Finger oder 90% am Finger. Ich glaube, er hat sich immer noch nicht ganz auf die Geschwindigkeit von DeSean Jackson eingestellt, aber kann man auch nicht erwarten nach so wenig Spielzeit. Aber ja, der kommt auch nur an, weil Jamal Adams wirklich eine absolute Vollkatastrophe ist in Coverage. Der ist so lost, der ist so verwirrt, wo er wann hin muss und sowas. Also, wenn er sich umdreht, muss es eigentlich ein Pick sein. Ob er den dann fängt, wer weiß, aber ja, das war wirklich schlecht. Und ich bleibe dabei, der ist ein richtig, richtig, richtig guter Defender, der ist ein richtig guter Footballspieler. Er ist auf Safety einfach, das ist nicht seine perfekte Position,
Aber ist auch egal. Insgesamt die Defense von den Rams muss ich noch finden. Das ist nicht ideal. Die Defense von den Hawks sieht nach wie vor nicht gut aus. Und es ist ein verdienter Sieg, würde ich sagen. Russell Wilson ist ja jetzt ungefähr 6 Wochen raus. Der wurde operiert am Finger schon gestern. Hat Schrauben drin. Die Operation war komplizierter, als zuerst erwartet wurde. Laut NFL-Insidern. Und deswegen müssen wir mal gucken. 6 Wochen ist ungefähr das Fenster. Vielleicht schafft das ein bisschen früher, vielleicht wird es ein bisschen später. Aber auf jeden Fall sind die Seahawks jetzt 2-3 und müssen die nächsten paar Wochen ohne Russell Wilson spielen. Und das wird richtig eklig. Dann sagen wir mal, sie gehen 1-5 die nächsten Wochen. Ist es zwar nicht, die sind ja immer noch ein gutes Team ohne ihn, aber er macht halt schon super viel aus. Sagen wir mal, die gehen 1-5, dann kommt er wieder und die sind 3-8. Und dann in der Division das noch so rumzureißen, dass man in die Playoffs kommt, das wird super schwer. Also das ist logischerweise das Worst-Case-Szenario für die Seahawks. Alright, nächstes Spiel, oder nicht nächstes Spiel, Quatsch, nächste Nachricht. Trey Lance hat jetzt tatsächlich den Starting-Job übernommen, zumindest erstmal für das nächste Spiel, weil Garoppolo out ist. Heißt, Garoppolo wird nicht spielen. Heißt, nein, wir haben jetzt noch nicht Trey Lance, ist besser als Garoppolo, das spielt jetzt immer, egal ob Garoppolo fit ist oder nicht, sondern erstmal nur für dieses Spiel, weil Garoppolo nicht fit genug ist, um zu spielen. Trey Lance, der Starter gegen die Cardinals. Natürlich eine undankbare Woche, sage ich mal, weil die Cardinals Defense bisher super gut aussieht. Aber ich bin gespannt drauf. Denn anders als bei den Bears bin ich mir sicher, dass die 49ers jetzt extra Plays für Trey Lance drin haben werden. Und dass die extra Sachen machen werden, die sie sonst mit Jimmy Garoppolo nicht machen wollen oder nicht machen können. Deswegen, ich denke trotzdem, es ist schwerer geworden für die 49ers, das Spiel zu gewinnen gegen die Cardinals. Aber wir werden vielleicht die ein oder andere witzige Sache sehen oder auch einfach clever von Kyle Shanahan. Der ist genau dafür da und da bin ich super gespannt drauf auf das Spiel. Nächste Quarterback-Sache bei den Broncos ist Teddy Bridgewater momentan noch questionable. Heißt, man weiß nicht genau, ob er spielen kann oder nicht. Die Szenarien, die ich mir vorstellen kann, ist, dass er entweder gar nicht spielt oder dass er sich umzieht, aber quasi nur für den Notfall reinkommt. Das Ding ist, dadurch, dass es eine Concussion ist, also eine Gehirnerschütterung, ist es halt eigentlich ein Hard Clear. Von wegen, entweder du darfst nicht oder du darfst. Und wenn du geklärt wirst, wenn du also darfst, bist du auch eigentlich wieder 100% da. Deswegen kann es auch sein, dass er entweder out ist, sich nicht umzieht oder dass er da ist und startet. Aber ich würde einfach ehrlich gesagt das Risiko nicht wirklich eingehen. Obwohl es super schwer ist, bei Gehirnerschütterung zu gucken, was für ein kurzfristiges Risiko gibt es da jetzt. Ah, schwere Sache. Ich denke, ich würde mit Drew Lock spielen gegen die Steelers. Aber es hängt wirklich vermutlich davon ab, ob er geklärt wird oder nicht. Und es kann passieren, dass es so eine Game-Time-Decision wird, dass er quasi am Morgen des Spieltags dann nochmal mit einem unabhängigen Arzt sich trifft oder der Arzt dann logischerweise dahin kommt und dass der Arzt sich das anguckt und sagt, nein, du darfst nicht spielen oder ja, du darfst spielen. Aber das wird interessant zu sehen sein. Weil es ein wichtiges Spiel sein könnte für die Broncos. So, Stephon Gilmore wurde ich tausendmal angeschrieben, als es passiert ist. Und ich habe kein extra Video dazu gemacht, sondern ich habe gesagt, ich warte mal bis zum Newsflash. Was auch gut ist, weil er jetzt inzwischen schon zu den Panthers getradet wurde. Und das, ja, es ist am gleichen Tag passiert, aber das wäre so genau dieser Zeitraum gewesen, den ich gebraucht hätte, um ein Video zu machen und hochzuladen und zu veröffentlichen. Und dann hätte ich ein Video darüber gemacht, dass die Patriots ihn cutten wollen. Und dann, zack, wären die Panthers gekommen, hätten getradet und das ganze Video wäre irrelevant gewesen. Deswegen sehr gut, dass ich es nicht gemacht habe diesmal. Die Sache ist, warum wollten sie ihn cutten? Das war ja schon vor der Saison ein Thema. Es geht eigentlich dann nur ums Geld. So, die Patriots werden sich jetzt ihre Cornerbacks angeguckt haben bisher, beziehungsweise auch angeguckt haben, was für Ansprüche haben wir dieses Jahr. Gut, brauchen wir Stephon Gilmore nicht. Geld weg, dies, das, jenes. Und warum wurde er jetzt letztendlich getradet und warum für so wenig? Weil die Panthers ihn gekriegt haben für einen zukünftigen Sechstrunden-Pick, also einen Sechstrunden-Pick nicht mal im Draft dieses Jahr, sondern im Draft danach, 2023 also. Da geht es meiner Meinung nach nur darum, dass er rausgeht aus der AFC. Du sagst quasi, okay, wenn wir ihn jetzt cutten, dann ist er auf dem freien Markt und er kann halt hin, wo er will. So, da waren die Packers im Gespräch, aber man kann sich nie sicher sein. Und dann haben sie halt gesagt, ey, okay, dann traden wir ihn lieber zu den Panthers. Stephon Gilmore war, glaube ich, in Carolina sogar im College. Auf jeden Fall kommt er oder hat auf jeden Fall irgendwo Wurzeln da in der Gegend. Ich glaube, er hat sogar ein Haus in der Nähe. Anscheinend sogar beim GM um die Ecke von den Panthers. Deswegen, das ist interessant. Und er wollte wohl entweder zu den Panthers oder zu den Packers. Das wäre eine interessante Entscheidung geworden, falls er wirklich Free Agent gewesen wäre und falls kein AFC-Team sich eingeschaltet hätte, was ich bezweifle.
Da wäre garantiert irgendein AFC-Team um die Ecke gekommen, vielleicht sogar die Chiefs. Aber dadurch, dass er jetzt getradet wurde, hat das tradende Team, also jetzt die Panthers, den Vertrag übernommen. Und das hätten die Packers momentan gar nicht machen können. Die haben dafür zu wenig Geld. Deswegen, bevor sich jetzt Packers-Fans aufregen von wegen, Alter, einen zukünftigen 6-Runden-Pick hätten wir doch auch geben können oder sogar mehr. Ihr wart da gar nicht im Gespräch, weil ihr einfach den Vertrag nicht tragen könnt. Deswegen, so, Gilmore zufrieden bei den Panthers. Und ja, die Panthers scheinen damit wohl jetzt zu sagen, ey, wir wollen dieses Jahr schon was reißen. Ich sehe es nicht wirklich, aber vielleicht wissen die Panthers es besser. So, College-Spiele. Ich habe 6 Spiele rausgeschrieben. 4 sind wie immer in der Grafik. Die beiden Spiele, die ich nicht in der Grafik habe, die ich euch empfehlen kann, ist Nummer 13 Arkansas gegen Nummer 17 Ole Miss. Da ist Ole Miss sogar 5,5 Punkte Favorit momentan. Und das Ganze ist 18 Uhr, habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Vielleicht habe ich es jetzt doppelt gesagt, egal. Und das Zweite, was ich nicht auf der Grafik habe, ist Nummer 9 Michigan gegen Nebraska. Da ist Michigan 2,5 Punkte nur Favorit. Das Ganze ist 1.30 Uhr. Dann gehen wir jetzt rein in die Grafik. Ich habe 18 Uhr Nummer 6 Oklahoma gegen Nummer 21 Texas. Oklahoma ist hier 3,5 Punkte Favorit. Und das ist ein super wichtiges Spiel, weil ein Rivalitätsspiel, ein sogenanntes Rivalry Game, und das ist der Red River Showdown. Wenn eine Rivalität einen eigenen Namen hat, dann weiß man, da wird es richtig, richtig ernst. Wie gesagt, Oklahoma hier 3,5 Punkte Favorit. Dann 21.30 Uhr haben wir Nummer 2 Georgia gegen Auburn, also ein SEC-Matchup. Obwohl beide Teams gerankt sind, ist Georgia hier 15 Punkte Favorit. Also da vermuten die Wettmacher, dass das trotzdem relativ eindeutig wird. Dann 22 Uhr, absoluten Kracher, Nummer 4 Penn State gegen Nummer 3 Iowa. 4 gegen 3, natürlich absolut geiles Spiel. Und Iowa ist auch nur 1,5 Punkte Favorit. Also auch hier gehen die Wettmacher von einem super knappen Spiel auf hohem Niveau aus. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann 1.30 Uhr spielt LSU ohne Rang gegen Nummer 16 Kentucky. Kentucky hier 2,5 Punkte Favorit. Also auch das könnte super spannend werden. Alles klar, wie immer ein riesiges Dankeschön an alle meine Mitglieder. Generell, wenn ihr die Videos guckt, vielen Dank an euch. Wenn ihr Like da lasst, kommentiert und sowas, dann nochmal extra Danke. Mitglieder weiß ich sehr zu schätzen und natürlich auch besonders die im allerhöchsten Level. Shoutout an alle meine Pro-Baller. Werder-Fan, Marcel, Prinz Champ, SVW Olli, Benny Burmeister, Yasil Kunz, Maxim, Hannes Walder, Sven, Pollock 96, Roberto Schnackenwurst, Marc Matthes. Shreddy ist Matthias Fischer, Joshua A. Kuttenessner, Jan Heyer, Stefan Gruner, TJ Ryan, GGT, bekannt als Lukas, Paul sein Channel, Blindinch 91, Steve Arizona, Nick for OBJ, Max Ambitious, Marcel, Jonas Eberlei, Nacho Out, Levin Faust, Jets Army, Kanalegende, Window 2, Yankee Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Jakob Seahawks, Christian Rieckert und It's Pretty Ass. Vielen Dank für euren Support. Wir vergießen alle eine Träne, die letzte Seite hat sich verändert, aber ist egal, dafür haben wir auch neue Mitglieder dazu gekriegt. Also Shoutout an euch alle, vielen Dank. Alles klar, das war's mit dem Newsflash. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.